Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Meander. Weil es diesbezüglich einige Nachfragen gab, eine kleine Vorbemerkung. Die Geschichten sind nicht chronologisch. Sie können heute, gestern oder vor Jahren passiert sein. Aber passiert sind sie. Genau so oder so ähnlich. Denn um ein Leben wirklich angemessen zu beschreiben, muss man dichten oder lügen. Gestern bin ich Rad gefahren. Heute möchte ich wieder Rad fahren. In Berlin. Deswegen recherchiere ich jetzt. Nach irgendetwas, was einer souveränen Gelassenheit Ausdruck gibt. Denn im tiefsten Innern bin ich so etwas wie ein Fahrradbummeland. Ich glaube, im Tierreich würde man mich zu der Untergruppe der Strandläufer zählen. Den Strandschleichern. Und das erregt den Berliner Unmut, insbesondere der fahrradfahrenden Mitmenschen. Der schon wieder. Oh Mann, was eine Schnecke. Ich lob's nicht. Aber hin und wieder gab es auch positive Kommentare. Einer hat sogar seine kleine Tochter gelobt. Da fährt ja meine Tochter schneller und die ist erst 5. Heute möchte ich nicht zurückgiften. Heute möchte ich, wenn ich schon freundlich nicht schaffe, wenigstens gelassen bleiben und mich nicht von der kläffenden Meute aus meiner ruhigen Mitte vertreiben lassen. Deswegen suche ich jetzt nach einer passenden Erwiderung, einer Schachmatt-Bemerkung, einem Haha, nicht getroffen, Schnaps gesoffen, dem Mantra, das auch wirklich jedem klar macht, die Macht ist mit ihm. Beim Weimarer Geheimrat und Dichterfürsten werde ich fündig. Wenn ich die Meinung eines anderen anhören soll, so muss sie positiv ausgesprochen werden. Problematisches habe ich in mir selbst genug. Goethe im Sinn schwinge ich mich wieder aufs Rad. Nach 3 Minuten schneidet mich der erste Biker, raunzt mir ein beherztes Vogelkopf zu und rast weiter. Vogelkopf? Na toll. Hey, warte. Wenn ich die Meinung eines anderen... Weg ist er. Aufgeregt wedelt der Autofahrer mit der Hand. Bin wohl ein bisschen aus der Spur gekommen. Ich winke entschuldigend zurück und setze als Sahnehäubchen noch einen Fliegekuss drauf. Dann drehe ich bei und lande direkt im High Noon. 50 Meter vor mir nähern sich 2 ältere Damen. Sie wirken sich fremd, aber einander ähnlich. Eigentlich ist der Gehweg für uns 3 breit genug. Dennoch verlangsame ich meine Fahrt. Als sie das mitkriegen, gehen sie ebenfalls langsamer. Auf einer Höhe angelangt, springt mir die ältere der beiden in den Weg. Das hier ist kein Fahrradweg. Ich starre sie an. Ich weiß, aber was geht sie das überhaupt an? Sind sie vielleicht Hilfspolizistin? Sie schenkt mir einen langen, taxierenden Blick, abschätzend, welche Gefahr wohl für sie von mir ausgeht. Dann teilt sie uns das Ergebnis mit. Du Arschloch, spricht's und zuckelt weiter. Eine wilde Fröhlichkeit steigt in mir auf und auf den Wellen dieser Fröhlichkeit kommen die Worte ganz von allein. Gewitterhexe, rufe ich und Wanderhure! Das hat gesessen. Mein innerer Goethe schüttelt bedauernd den Kopf. Wölfchen, flüstere ich. Johannchen, dit hier ist Berlin und nicht Weimar.